Wir gehen in die nächste Runde Indie-Roulette und drehen unser wunderschönes Rad. Liebes Indie-Roulette, was spielen wir heute? Wir spielen The Mermaid's Tongue, also die Zunge der Meerjungfrau. Ich habe völlig vergessen, was das ist. Ich habe keinen Plan. Leute, wir gucken es uns an. Ich habe mir schon, Vergangenheits-Zari wird sich irgendwas dabei gedacht haben, als sie das reingenommen hat. Spannung, das ist ja wild. Liebe das Demo-Roulette. Liebe es. So, ihr bekommt. Sound ist bereits da. Bitteschön, eins Bild. Und ihr seht, es scheint sich um eine Art Point-and-Click-Adventure zu handeln. Der Titel klingt so falsch. Darüber reden wir nicht, Pax. Das ignorieren wir. Ich hoffe, man spricht von der Stimme, nicht wirklich von einer Zunge. Das wäre schön. Also so im Sinne von die Sprache der Meerjungfrauen oder der Meerjungfrau, das wäre schön. Die Beschreibung sagt, Magnus Tortuga wurde getötet. Der Kapitän der weltmerkwürdigsten U-Boots wurde verschlossen in seinem Raum, also in seinem verschlossenen Raum gefunden, zusammen mit einem alten steinernen Kessel, dessen Siegel aufgehoben wurde und der zum allerersten Mal geöffnet wurde. Wie ist der nun also gestorben? War es ein Fluch? Oder vielleicht jemand aus seiner exzentrischen Crew? Oder geht die bizarre Wahrheit noch viel tiefer? Das klingt definitiv nach einem Point-and-Click-Adventure. Ich hoffe, ich bin des Englischen mächtig genug, um dieses fantastische Spiel mit euch zu spielen. Vorher schauen wir uns jedoch den Trailer an. I'm guessing there was something pretty bad. Moment, wir starten nochmal kurz von vorne, mit dem Sprachausgabe. That cauldron especially. I don't know. But you have to wonder why it was kept locked in the first place. I'm guessing there was something pretty bad in there. There's something in the water. Wow. Das haben uns jetzt quasi alles und gar nichts gesagt. Ich bin gespannt, Leute. So, zack. Das heißt, wir starten gleich ins Spiel. Einmal kurz mit dem Chat aufholen. Das Spiel habe ich irgendwo schon mal gesehen. Kann sein. Ich habe gelernt, wenn man im Englischen sagen möchte, dass man beim Wort genommen werden soll, dann sagt man take me by the tongue. Okay, wusste ich nicht. Ich würde mal den Lurk, aber ich komme wieder. Jawohl, Mike. Ich wünsche dir einen schönen Lurk. So, die Tongue kann, glaube ich, auch Geschichte oder mündliche Weitergabe sein. So viel wie die Erzählung in einer Meerjungfrau oder der Fluch der Meerjungfrau. Sowas in die Richtung. Nicht das Spiel. Ich glaube, es gibt mehr dieser Spiele, wo dieser rothaarige Typ vorkommt. Ah, kann sein. Ich habe mal nachgeschlagen. Es ist Sprache der Meerjungfrau. Alles klar, Luwux. Dankeschön. Das heißt, wir wechseln zurück ins Main Game und fragen uns, wie immer, wo Spiel? Zuallererst natürlich, welches Spiel? Und das Spiel heißt The Mermaid's Tongue. Wir hatten es eben davon. Ihr seht dieses Mal erst Apostroph, dann S. Das heißt, es geht um eine Meerjungfrau und deren Zunge, Sprache, Fluch, Sprache, whatever. So, und dann starte ich das Spiel und sorge dafür, dass ihr gleich Bild und Ton habt. Ja genau, Ton habt ihr noch, weil wegen Desktop-Audio. Spiele-Sound. Spiele-Aufnahme. Funktionierst du diesmal, Spiele-Sound?
ist der Spielsound. Ich kann ihn sehen. Wo Spiel? Hallo? Spiel? Da! Hallo, Spiel. Gut, im Moment für mich vom Ton her alles fein. Ich hoffe für euch auch. Oh, Sprache können wir leider noch nicht umstellen. Nee, wir spielen bitte nicht in 4K. Können wir bitte in 1080p spielen? Wo 1080p? Nee, ist der falsche. Das sind 1200. Ich hätte... Da. Dankeschön. So, alles wunderbar. Gut, dann herzlich willkommen zur Demo von Mermaid's Tongue. Und wir starten ein neues Spiel. Oh, wir haben sogar mehrere Spielstände. Noise. The beginning. Let's go. Hinein in die Tiefen. Das Stone Top Inn, also ein Gasthaus. Oh, das ist so ein Fuhur. Das sind diese chinesischen Drachen, die so ein bisschen an Hunde erinnern. Und meistens super elends lange Körper haben und dazu aber trotzdem nur 4 Gliedmaßen und so schöne welsartige Schnurrhaare. Super cool. Oho. Oder zum Beispiel, ich habe leider den Namen vergessen, in Chihiros Reise ins Zauberland gibt es auch so jemanden. Oh ja, Fuhu, wie der Drache aus die unendliche Geschichte. Das ist ja Fuhu. Das ist er. Ich habe mal geschaut, 2019 gab es noch das Game Tangle Tower. Ah, und da gab es auch denselben Protagonisten. Okay, dann ist das vielleicht so eine Art zweite Erzählung. Someone's done a pretty half-hearted job of boarding up the windows. Jemand hat hier einen ziemlich miesen Job dabei gemacht, die Fenster zu verbarrikadieren. Maybe they left in a hurry. Vielleicht sind sie sehr schnell aufgebrochen. Fishing trips on board the dearest Selina. Fishing trips an Bord der dearest Selina. I'm guessing that's the name of the ship. Ich vermute mal, das ist der Name des Schiffs. Inquire with Felicia Stone Top at the bar or with Sylvia Seafoam at the harbor. Okay, bekommen wir von Felicia Stone Top an der Bar, da sind wir gerade, oder mit Sylvia Seafoam, also Seeschaum, unten am Hafen. Gut, was haben wir noch? Drachi. Das ist das Gemälde einer Seeschlange. Wait. Is it a serpent if it has legs? Warte, ist es überhaupt eine Schlange, wenn es Beine hat? Deswegen habe ich Drache gesagt. What do you think, Sally? Was hältst du davon, Sally? Sally pennt noch. Ah, thanks for clearing that up. Dankeschön für deine Einsicht. There's nothing written on the barrels. Auf diesen Fässern steht nichts. I'm sure they were once filled with some kind of wonderful, unsanctioned local ale. Garantiert waren sie früher mal gefüllt mit wunderschönen, unheilbringendem Ale. Direkt aus der Umgebung. Laps. Zeigen wir die Demo gut, das kann man sich vielleicht auch die Demo vom Vorgänger angehen. Ja klar, einfach rein ins Discord und rein in den Demo-Roulette-Ordner. Der müsste unter dem Stream-Zeugs-Überkategorie sein. So, das sind Lampen. They've stopped giving out light and taken up dust collecting. Allerdings haben sie schon vor einiger Zeit aufgehört, Licht auszugeben und sammeln stattdessen jetzt Staub. That's also what I plan to do when I retire. Das möchte ich auch gerne tun, wenn ich mich mal zur Ruhe setze. Licht aus und Staub ansetzen. It's the case file. The reason we're here. Okay, das hier ist die Akte. Der Grund, weswegen wir hier sind. Right here wurde für uns extra an der Bar zurückgelassen. Für Detektiv Grimoire. So, schließen, öffnen, lesen. Öffnen. Ein einziger handgeschriebener Brief und 2 Fotografien. Okay, das hier ist der Cold Run.
Das hier ist wahrscheinlich das Foto von dem Mordplatz und der Captain, der gestorben ist. Lass mal lesen. Für den Detektiv Grimoire. Das Opfer ist Captain Magnus Mortuga, 39. Ort das Illusionstheater auf dem Mortuga U-Boot, nach ihm benannt. Mortuga hat sich selbst in seinem Zimmer eingeschlossen. Es wurde später gewaltsam geöffnet und so wurde die Leiche gefunden. Mortuga wurde allein gefunden, lag auf seinem Rücken und hatte einen einzigen Schnitt durch seinen Hals. Keine scharfe Waffe oder irgendetwas wurde im Raum gefunden. Das Illusionstheater ist meistens oder ist hauptsächlich leer. Außer ein antiker Stein. Ein antikes Steinbecken mit einem dicken metallenen Verschluss darauf. Wozu dieser. Ich habe schon wieder das Wort vergessen. Es ist echt schrecklich. Ich sage jetzt einfach Kessel, weil das ist so das Wort, das ich dafür kenne. Der Nutzen dieses Kessels ist unbekannt. Jedoch wurde ich informiert, dass es noch nie zuvor geöffnet wurde. Jetzt ist es geöffnet. Jetzt ist es offen. Gezeichnet Captain Seeschaum. Captain der Mortuga. Des Mortuga-U-Boots. Ach so, weil neuer Captain. Weil wäre ja irgendwie komisch, wenn der Captain. Wenn das Schiff nicht nach dem Captain benannt wird. Okay, haben wir alles gelesen? Captain Seafoam. Captain Seeschaum. As far as I know, that's who hired us. And who left the case file here in the inn. Soweit ich weiß, ist das die Person, die uns angeheuert hat. Und die Person, die die Akte hier für uns zurückgelassen hat. Aber wo ist Day jetzt eigentlich? Wo sind alle eigentlich? Sally, what do you think? Sally, deine Meinung? Great contribution. Großartige Arbeitseinstellung. Magnus Tortuga. Magnus Tortuga, Ex-Kapitän des Mortuga-Unterseeboots und unser erstes Mordopfer. Ich sage jetzt einfach mal erstes, als ob es noch mehrere geben würde. Es ist auf jeden Fall das Mordopfer, wegen dem wir hier sind. Was ist hier? Das ist eins der Bücher, das Sally im Moment liest. Sie insistierte, dass wir es mit uns bringen, obwohl ich nicht weiß, warum. Sie bestand darauf, es mitzubringen, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, wieso. Von J.D. Verman, Kristen Cale Publishing. Hex of the Helmsman. Okay? Schickes Buch. Etwas Schreckliches erwartet uns in den Tiefen. Wirst du dich ihm stellen? Wir können das bestimmt gleich wieder richtig lesen. Alter, es sieht einfach original aus, als ob das von einem Deutschen gemacht wurde. Es tut mir leid. Ich weiß, Bücher sehen bestimmt überall auf der Welt gleich aus, aber ich weiß nicht, alles hieran sieht für mich aus, als ob das eigentlich ein deutsches Buch wäre. Okay, ein ganz normales Buch, das zu Sally gehört, sieht aus, als ob es ein nautisches Fantasy-Adventure beinhaltet. Okay. Hex of the Helmsman von J.D. Verman. Da steht bestimmt was Interessantes gleich dazu. Moment. Hier ist ein Fotograf eines adrett gekleideten Mannes auf der Innenseite des Covers. Wahrscheinlich der Autor. Auch die Details, dass es so abgenutzt aussieht. Ja, also das musst du ja schon 100 Mal gelesen haben. Christine Cale Publishing, J.D. Verman, Hex of the Helmsman. Etwas Schreckliches erwartet uns in den Tiefen. Wirst du es... warte, muss niesen.
So, wirst du dich ihm stellen? Er sieht es in seinen Träumen. Er sieht es, wenn er seine Augen schließt. Er kann nicht entkommen. Aber was ist es? Ich weiß leider nicht, was Renowned heißt. Owned heißt besitzen, aber man kann ja nicht neue Besitzer oder Zurückbesitzer oder so sein. Jemand, der nicht mehr retired ist vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es um Helmsman. Helmsman Marcus Mordum ist ein Mann mit einem einzigen Lebenssinn. Er wird keine Ruhe geben, bis er die Wahrheit von dem, die Wahrheit dessen, was sich hinter den Wellen verbirgt, entdeckt hat. Okay, renowned heißt bekannt. Ah, okay. Das macht von der Wortschöpfung her wenig Sinn, aber okay, akzeptieren wir. Dankeschön fürs Nachgucken. Moment. Ich hab gemunkt voll. Memo an mich. Im Point-and-Click-Adventure, wo man eine Menge lesen muss, nicht so viel essen. So. Mit seinem Debütwerk hat der Autor J.D. Verman bereits einen Platz in den Annalen der Geschichte für sich gesichert. Sein meisterhafter Schreibstil scheint durch jeden wunderschön gearbeiteten Satz. Die einzige Frage, die ich habe, ist, wie kann er diesem Werk ein Folgewerk beimessen? Sprich, du bist ein absolutes Genie, du hast gerade den genialsten Roman aller Zeiten geschrieben. Was jetzt? Kristin Kale, Publisher. Ich glaube, die ist ein bisschen voreingenommen. Hex of the Helmsman, J.D. Verman. Für TV, Ibis. Was? Für die Person, die mir beigebracht hat, was es bedeutet, die Kunst des Schreibens zu lieben. Kapitel 1. Verloren auf See. Marcus Mordum festigte seinen Griff auf dem Steuerrad und starrte hinaus auf den blanken Ozean. Nein, auf den blanken Horizont, Entschuldigung. An diesem Morgen erreichte der Moment, mein Hirn hat Probleme mit der Übersetzung. Der vertraute Geruch der südlichen Seeluft. Moment. Also ich hasse Englisch, weil du den kompletten Satz lesen musst, um ihn zu verstehen. Also an diesem Morgen war der Duft mehr als nur salzig, als es ihm ums Gesicht geschmiert wurde im Prinzip. Also, mir fehlt halt zwischen On This Morning und The Familiar Frigate Air, mir fehlt einfach das Verb hier. Deswegen tue ich mich mit Englisch immer so schwer. An diesem Morgen trug der ansonsten so vertraute Duft der südlichen See mehr als nur Salz mit sich, als er ihm ins Gesicht wehte. So, stimmt nicht ganz, aber auf seinem wettergegerbten Gesicht sprühte. Ihr seht, er ist der Worte mächtig, ich nicht. An diesem Morgen
schien der die vertraute heulende Stimme des Windes ein Duett zu singen mit einer tieferen Stimme. Eine Stimme, die in einer Sprache sprach, eine Stimme, die eine Sprache sprach, die Mordum nicht verstehen konnte. Noch nicht. Hast du, du machst das gut, Zeit. Dankeschön. Ich muss hier allerdings sagen, ich finde es schon merkwürdig, dass sie... Er hat sowohl auf dem Klappentext, den normalerweise nicht der Autor verfasst, hier, he sees it in his dreams, he sees it when he closes his eyes, he cannot escape it, so, und he will not rest. Also quasi jeder Satz beginnt mit demselben Wort. Mir wurde damals beigebracht, dass ich genau das vermeiden soll, weil es sich ansonsten sehr nervig liest. Und auch hier, die ersten drei Sätze sind on this morning und on this morning. I don't like this. Aber es soll halt wirklich die Dramaturgie betonen. An diesem Morgen, nur an diesem, war alles anders als vorher. So. Okay. Hex of the Helmsman by J.D. Werman. Ja, Hex of the Helmsman by J.D. Werman haben wir eben gelesen. Sieht aus, als hätte Sally es schon so einige Male durchgelesen. Ich frag mich, was daran so spannend ist. Oh, wollte ich nicht. So. Übrigens, falls wir uns das Buch nochmal angucken, haben wir hier ein Boot, einen Mann und eine Hand, die ihn in die Tiefe zu ziehen versucht. Die größer ist als er. So, Sally, aufstehen. Das ist Sally. Schläft tief und fest. Also, muss man ihn auch lassen. Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe zugestimmt, die Nachtwache zu übernehmen und zu gucken, ob irgendjemand kommt. Bisher nichts. Oh, warte, ich dachte gerade, ich hätte draußen was gehört. Hallo? Okay, wir können hier jederzeit unsere Notizen angucken. Sally, wake up. We have to go. Sally, wach auf. Wir müssen los. Warum? Because there's an eerie green light trying to lure us outside. Warum? Weil dort ein merkwürdiges grünes Licht aufgetaucht ist, das versucht uns nach draußen zu locken. Oh, that's a pretty good reason. Okay, das ist ein Grund. Ja. I'll get up. Ich stehe auf. Das heißt, basically, wir haben bisher noch gar nicht geschlafen. Das ist eine Hand. Ich dachte, es wäre eine Plane. Ja, bei mir, ich habe es auch am Anfang so komplett ignoriert und dann war es so, warte mal kurz, das ist eine Hand. Wir müssen nach draußen, hopp. To move around, use the map button in the bottom left. Um dich zu bewegen, nutze den Mausknopf unten links. Okay, interessante Art der Bewegung. Okay, Stadtzentrum. Are you awake? Bist du jetzt wach? I thought I was, but maybe not. Maybe this is my dream. Ich dachte, ich wäre es, aber vielleicht bin ich das nicht. Vielleicht ist das hier nur mein Traum. It's not a dream. Nein, es ist nicht. That's exactly what Dream Grimoire would say. Das ist genau, was Traum Grimoire sagen würde. Okay. It's a billboard for a theater. Das ist ein Werbeschild für ein Theater. Baroness Fortuna presents Fortuna Hall. Baroness Fortuna präsentiert die Fortuna-Halle. Tonight, Waylon Wolf. Heute Abend sehen Sie Waylon Wolf. Oh, tonight. Oh, das ist heute. Yeah, we didn't come all this way to go to the theater. Wir sind nicht hierher gekommen, um uns ins Theater zu setzen. Also, the sign is several years old. Außerdem ist das Schild schon ein paar Jährchen alt. Okay. Another abandoned building. Mr. Grip's Emporium. Noch ein verlassenes Gebäude. Mr. Grip's Emporium, also so ein Wir-haben-alles-Laden. What do you think they sell? Was glaubst du, haben sie verkauft? Currently?
Nothing. Im Moment gerade? Nichts. Danke. Danke für diese Einschätzung. Komm her, gucken wir uns das Licht an. Da ist irgendwas im Wasser. What is it? Was ist das? I don't know. Keine Ahnung. But whatever it is the source of the green light. Aber was auch immer es ist, es leuchtet grün. Hello. Is that? Ist das? A submarine. Ein U-Boot? I think I can see someone standing on the deck. Ich glaube, ich sehe jemanden auf dem Deck stehen. Der müsste ja dann schon vorher da gestanden haben. Maybe we should go take a look. Vielleicht sollten wir uns das angucken. Ich meine, im Trailer stand, dass das Ganze auf dem U-Boot steht, also ja. Auf dem Deck. Okay. Oh mein Gott, das Ding hieß ursprünglich mal Seafoam und wurde dann in Mortuga umbenannt. Und jetzt ist Mortuga tot und Seafoam ist jetzt Captain. Okay, ja, ja. Das soll uns bestimmt auf eine falsche Fährte locken. Das ist viel zu offensichtlich. Dieser Ballon hier sieht aus wie irgendein armes, sterbendes Ding. Also es ist kein Ballon, es ist eine Boje, aber es sieht sehr... Seht ihr das? Hier ist ein Auge, da ist ein Auge und das hier ist der Mund, der so... Und hier so 3-4 Haare hat es auch noch. Das arme Ding. Ein altes Ruderboot. Ohr? Oder was? Ohr, wie Ruder. Es hat nur ein Ruder. Oh. Okay. Ich hätte niemals gedacht, dass Ohrruder bedeutet, aber das hat sich jetzt aus dem Kontext erschlossen. An old wooden boy. Eine alte hölzerne Boje. With a face. Mit einem Gesicht. Meine Güte, das arme Ding. Es ist an das Deck der Mortuga, des Mortuga-U-Boots gebunden. Ein schwaches grünes Licht flackert in seinen Augen. Da kam also das grüne Licht her. Mir ist aufgefallen, dass es schwächer geworden ist, seit wir das Deck betreten haben. Also ist es eine Boje und ein Leuchtturm? Ich glaube eher das Gegenteil. Ein Leuchtturm ist dazu da, dir zu sagen, bleib weg, Achtung, hier ist Land. Und das war aber dazu da, uns hierher zu bringen. Ja dann? Hier ist niemand. Die Tür ist aber offen. Jemand muss es geöffnet haben, nachdem das U-Boot die Oberfläche erreicht hat. Zählt das also als Einladung? Warte, nein, ich möchte erst das hier noch einmal anklicken, damit die beiden das auch gesehen haben. Also die beiden, die wir hier spielen. Looks like it originally said Seafoam, but that got crossed out and now it says Mortuga. Sieht aus, als ob es ursprünglich mal Seafoam hieß, aber dann hat es jemand durchgestrichen und jetzt steht da Mortuga. I'm getting mutiny vibes from this. I don't know about you. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wie steht's mit dir? It's the wrong way around. Es ist doch andersrum. What? Was? Take another look at the case file. Schau dir doch mal die Akte genau an. So, Seafoam ist diejenige, die uns angeheuert hat. Und sie ist jetzt Kapitänin der Mortuga Submarine. Mortuga, ist das die neue Form von Tortuga? Ja. So, ich hoffe, das hat er jetzt geschnallt, weil ich habe es. Ja, okay, das heißt, diesen Moment von wegen... Oh... Seafoam hat uns ja angeheuert und ist jetzt Captain der Mortuga. Warum hieß dann das Schiff ursprünglich so? Also warum hieß dann das Schiff ursprünglich Seafoam, dann Mortuga
Und jetzt, wo Seafoam wieder Captain ist, wurde das aber nicht weggewischt. Es wurde allgemein nie weggewischt. Sari, hi, hi, ich bin komplett eingepennt, wie weit seit ich gekommen bin, voll beim Tetris eingepennt. Wir haben die Tetrisse noch geschafft, allerdings nur mit Hilfe von Venom, der vorher die Lösung gegoogelt hatte. Wir sind immer noch nicht fertig mit dem Spiel und wir sind jetzt allerdings an dem Punkt, wo wir entweder das nächste Main-Game-Rätsel lösen müssen oder ich auf die Idee kam, nochmal sämtliche kleinen Inseln zu backtracken und nochmal zu gucken, was wir jetzt so noch an Secrets übersehen haben und inzwischen lösen können. Und ansonsten sind wir noch nicht großartig weitergekommen. Wir wissen immer noch nicht, wer Myrtle Toad ist. So, ich glaube, jetzt können wir nach drinnen gehen. Bist du bereit, Sally? Ready or not, here I come. Panor. Ich kenne nur Parley. Das ist der Wunsch nach einem Gespräch zwischen Piraten. Sagen wir einfach mal Eingangshalle oder so. What's at the bottom of the ladder? Das größte Rätsel des Games ist die Kröte, ist so. Ja, Parley. Und was ist am Grund der Leiter? I can't see. It's pitch black. Kann ich nicht sagen. Ist alles pechschwarz. Should we go back up? Sollen wir lieber wieder nach oben gehen? Wait, I think there's a lever. Warte, ich glaube, hier ist ein Hebel. Du stehst aber schon ganz tief in dem Raum drin dafür, dass du gar nichts gesehen hast. Ihr hättet übrigens auch theoretisch die Boje dann runterschmeißen können, wenn es da so dunkel ist. Denkt an Fluch der Karibik. Ich auch, da kenne ich das Wort her. So, wir haben erstmal ein Gemälde. Da steht Hör. Wow. Was ist das denn? Oh, das ist wohl die Mermaid. Ein großes Gemälde einer unbekannten Entität ist gepflanzt in einen reich verzierten hölzernen Rahmen. Okay, das einzige Schild, was daran angebracht ist, sagt sie. Unüblicherweise wurde es direkt auf das Gemälde platziert. Das heißt, das ist nicht die Schrift, die beschreibt, was das ist, sondern wenn ihr euch das als Gesicht vorstellt, ich kann hier leider nicht reinzoomen oder so, sondern ich kann es nur drehen. Ja, habe ich gesehen, gucken wir gleich. Dann sieht sie es an. Sie könnte in dem Fall eine weiblich konnotierte Person sein. Möglicherweise das U-Boot. Ich weiß nicht, wie U-Boote im Englischen gegendert werden. Und wovon ich definitiv nicht ausgehe, ist, dass mit sie hier gemeint ist. Achso. Aber hier auf der Rückseite ist noch was. Und zwar ein Wappen mit drei Steinen und zwei Säckchen darauf. Das ist ein ganz schön merkwürdiges Gemälde. Der Geruch. Es riecht einfach komisch. Normalerweise riechen Gemälde ja nach Ölfarbe oder so. Schnipp, schnipp. Stimmt, du hast recht. Es riecht wie... ein bisschen nach Erde. Sumpfig. Naja, es ist auch ein altes Gemälde. Und alte Dinge riechen nun mal ein bisschen streng. Es ist aber merkwürdig, weil wir uns in einem U-Boot befinden. Dass es wie Erde riecht. Hat sie nicht unrecht. Hollerö, Zari, hollerö, Klettlike, ein wunderschön, wunderschön und ein auf in den nächsten Raum für dich. Sind wir uns ja einig, Zari? Yes. There's an old-fashioned speaker mounted on the wall. It's playing spooky music.
Okay, hier sind altmodische, hier. Wie heißt denn das Zeug? Speakers. Lautsprecher. Mein Gott, ich kann heute überhaupt kein Englisch. Altmodische Lautsprecher an der Wand befestigt. Und sie spielen gruselige Musik. Das ist die Art von Musik, die du auf einer großen Party für Vampire hören würdest. Ja, ja, kann ich hören. Bin ich bei dir? Und es gibt, und alle Vampire tragen Masken. Und es gibt aber diesen einen Typ, der eigentlich kein Vampir ist und das verheimlicht und... Sally. Sally. Was denn? Da ging ganz kurz die Fantasie mit ihr durch, scheinbar. Sieht aus, als wäre das hier so ein richtig altmodischer Zeichenraum. Ich sehe hier aber gar keine Zeichnungen. As in, you withdraw there after dinner. Nein, nein, ich meine damit einen Rückzugsraum. So wie in, du ziehst dich nach einer Dinnerparty zurück und entspannst dich hier ein bisschen. I actually never knew that. Habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Ich bin mal raus, muss los zur Arbeit. Schönen Reststream bis Mittwoch dann. Und viel Spaß beim Bürobasteln. Danke, Shizaki, einen wunderschönen, wunderschönen dir noch. Ich wünsche dir einen ruhigen Arbeitstag. Ohne Arbeitsunfälle. Und danach einen schönen Tag. Und ein schönes Wochenende natürlich. Gut. I clean the couch. Ich bekomme das Sofa. What? Was? If we end up having to stay the night. Falls wir hier übernachten müssen. Sally, we are not staying overnight on the murder submarine. Sally, wir bleiben nicht über Nacht auf einem Mord-U-Boot. Ich habe extra meine Zahnbürste mitgebracht. Okay, die scheint so ein Kram wirklich zu mögen. Was ist das da in den Rahmen? Ich würde sagen, Nudeln mit Brühe. Nein, andere Rahmen. Bilder, würde ich sagen. Bilder. Das sind einfach nur Ozeanlandschaften. Okay. Ich glaube, diese Tür führt in den Kontrollraum. Oh ja, da will ich hin. Naja. Du kannst nicht. Sie ist verschlossen. Durch das Fenster blicken oder es sein lassen. Komm, lass mal durchs Fenster gucken. Es sieht eh schon so aus, als ob da eine Nachricht hängt. You don't need to come in here. Okay. It's taped up on the other side of the door. Hier wurde von der anderen Seite der Tür aus etwas festgeklebt. You don't need to come in here. Du brauchst nicht hier reinzukommen. The crime scene is one floor down at the very back of the submarine. Okay, der Ort des Verbrechens ist ein Stockwerk tiefer. Und zwar ganz hinten im U-Boot. Ich war gerade kurz in der Küche, um Kaffee anzusetzen und mir ist der Papierfilter hingefallen. Coco stand so einen halben Meter neben der Stelle, wo der Filter auf dem Boden lag, schaute mir wieder böse und mich verwirrt an. Katzen verstehen nicht, dass man Sachen aus Versehen tun kann. Das ist eine Sache, was ich mal sehr interessant fand. Das hat ein Hundetrainer gesagt. Hunde gehen nicht davon aus, dass Sachen zufällig passieren können. Das heißt, wenn du mitten in der Nacht aufstehst und du stolperst über deinen Hund, dann denkt dein Hund, dass du nur aufgestanden bist, um ihn zu treten. Weil, was wäre denn die andere logische Erklärung? Das Konzept von Zufällen ist bei Hunden nicht so drin. Beziehungsweise sie gehen nicht davon aus, dass Menschen etwas zufällig tun. Deswegen, ich glaube, bei Katzen ist das ähnlich. Sie dachte wahrscheinlich, was soll denn das jetzt? Was schmeißt du das jetzt hier hin? Captain Seafoam. Gezeichnet Captain Seafoam. Thanks for the directions, I guess. Danke für die Instruktion. Do you get the sense that the captain is hiding from us? Hast du auch das Gefühl, der Kapitän versteckt sich vor uns? Und warum sollten sie das tun?
Das ist die Frage der Lage. Das ist ein Fenster. Ist da jemand? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sehen. Okay, eins tiefer. Ist das der Hebel, an dem du gezogen hast? Ja, also lass mal. Ich habe nur eine Frage. Wenn sie an einem Hebel gezogen hat, um Licht anzuzünden, wieso wird der Raum dann von Kerzen erhellt? Und warum erhellst du einen Raum in einem U-Boot, der scheinbar aus Holz geschnitzt ist, mit Kerzen? Also, erstens ist es viel zu gefährlich, irgendwie... Was passiert, wenn unter Wasser ein Feuer ausbricht? Du kannst ja nicht mal eben schnell ein Fenster aufmachen, ein bisschen Wasser reinholen und das wieder zumachen. Du kannst auch nicht, wenn das halbe U-Boot in Flammen steht, einfach mal schnell nach draußen gehen und da wegschwimmen. Das ist nicht. Das ist viel zu gefährlich und unlogisch. Und zweitens glaube ich auch, dass das würde das verbrennende Wachs nicht auf Dauer irgendwie die Luft schwer zu atmen machen. Aber gut, ich glaube, das ist auf einem U-Boot sowieso irgendwann der Fall. Dadurch, dass du ja wenig Möglichkeiten hast, an neuen Sauerstoff ranzukommen, musst du wahrscheinlich regelmäßig auftauchen und Luft holen. Einmal ordentlich das U-Boot durchlüften. Ich will nicht, dass es nochmal dunkel wird. Okay, dann gehen wir einfach mal darüber. Okay. Ach so. Aber warum dann die Kerzen? Die haben ja dann überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn sie uns kein Licht gespendet haben. Tiere sind generell, denke ich, oft verwundet über uns Menschen. Ja, das glaube ich auch. Aber ich glaube, Tiere sind auch übereinander recht schnell verwundert. Ich vermute mal, das da hat sich entzündet, als du den Hebel betätigt hast. Ich frage mich, was sie da verbrennen, um es pink zu färben. Wollen wir lieber gar nicht wissen. Ein Glas Wein. Ominöserweise nur halb ausgetrunken. Ist das Glas jetzt also halb leer oder halb voll? Die Frage ist bei mir übrigens relativ einfach. Das kommt auf die Richtung an, was du mit dem Glas vorhast. Wenn ich mir Wasser eingieße, dann ist mein Ziel, dass das Glas am Ende voll ist. Wenn ich also bei der Hälfte aufhöre, habe ich es zur Hälfte gefüllt, also ist es halb voll. Wenn ich es danach voll gefüllt habe und ich trinke wieder etwas, ist das Ziel, dass das Glas leer ist. Wenn ich also die Hälfte ausgetrunken habe, ist das Glas halb leer. In dem Sinne ist dieses Rotweinglas höchstwahrscheinlich halb leer. Es ist übrigens hinter meinem Rücken, ihr könnt es gar nicht sehen. Glaubt mir einfach, dass es da ist. Vielleicht wurde der Wein ja wieder eingekorkt. Ominöserweise wieder verkorkt. Okay, wie bewege ich mich hiermit? Dann lass mal eins tiefer gehen. Lass mal erst überall anders hingehen. Wenn die Mainquest sagt, geh nach unten, gehen wir erst überall anders hin. Ja, Spielverderber. Oh, süß, die Papierlampe, die aussieht wie ein Pufferfisch. Süß. Aber warum würde jemand eine Koralle hier an den Anker hängen? Das ist eine Todesfalle. Der ist süß, das ist eine Todesfalle. Okay, wir haben Pfannen. Eine Menge Töpfe und Pfannen, die fürs Kochen benutzt werden. Pots and pans for cooking. Three tables arranged into a Z-shape. Drei Tische, die ein Z bilden. Das ist doch kein Z. Hä? Das ist ein S? Ein Z geht andersrum, Mädchen. Ein Z geht erst von links nach rechts, dann von rechts oben nach links unten und dann wieder von links nach rechts. Aber das hier geht von links nach rechts, dann von rechts unten nach links oben und dann von links oben nach rechts. Das ist ein S und kein Z. Ein Z würde so rumgehen. It's actually more like an S from the side. Dankeschön. Von diesem Winkel aus betrachtet, das ist eigentlich mehr ein S. Oh, maybe they were trying to write my name, but they ran out of tables.
Oh, vielleicht wollten sie meinen Namen schreiben, aber ihnen sind die Tische ausgegangen. Ja, das wäre auch mein allererster Gedanke. Ja. Stifte. Ein kleiner Bottich mit einem roten und einem blauen Wachsmalstift. Wenn Sie etwas schreiben wollen würden, warum haben Sie nicht die Wachsmalstifte genommen? Warum haben Sie die Tische dafür benutzt? Du hast Z gesagt. Ich dachte, es wäre ein Z. Schön, Park, schön. Die Unterlage. Nein, ich meinte das Z, wie der Buchstabe. You're not going to pick it up. Willst du sie nicht mitnehmen? No. Nein? 10 bucks says this turns out to be an important clue. Okay. 10 Dollar darauf, dass das später ein wichtiger Hinweis wird. Warum ist vor allen Dingen der blaue mit dem Boden nach oben und der rote mit dem Boden nach unten eingesteckt? Also so quasi, als hättest du mit dem blauen etwas geschrieben und den hektisch wieder reingeworfen und den roten aber nicht benutzt. Ich hab's dann gelesen, weil ich irritiert war. Kann ich verstehen. Jo, top, die Wette gilt. Ich möchte übrigens mal kurz anmerken, dass das Ding hier aussieht wie ein Sea Dragon, was sich durch den ganzen Raum schlingelt. Hier, seht ihr das? Ich war erst bei, hey, guck mal, das hier sieht aus wie eine Kralle. Und dann war ich bei, oh, warte mal kurz, das ist mehr als nur eine Kralle. Das ist ein kompletter Drache, der hier rumdüdelt als Heizung. It's a big metal statue of a serpent. Das ist eine große Metallstatue einer Schlange. There is a cabinet built into it, but I think it's locked. Da ist ein Kabinett, ein Schubfach drin. Ich glaube aber, das könnte verschlossen sein. Wir gucken mal. Rotiere die 4 Diagonalen, sodass es korrekt ist. Was bedeutet das hier? Nein. 4 Dials, with a window in the center of each one. Okay, wir haben 4 Zählwerke und in jedem ist ein Fenster. Each dial rotates the shapes that appear in the surrounding windows. Okay, indem wir die Dinger rotieren, ändern sich die Zeichen. What do those numbers mean now? Aber was bedeuten die Zahlen? Ah, wir können das da drehen. Jetzt ist das hier weg. Aha. Ich verstehe. So, jetzt wäre nichts mehr hier. Das scheint aber falsch zu sein. Das heißt, wir werden später irgendeinen Code bekommen mit zum Beispiel orange, gelb, blau. Ich kann aber niemals nur das linke, also nur das erste Ding von hier aus, ich kann niemals nur das erste und nicht das dritte treffen, logischerweise. Hier geht es vom Winkel her auf, dass ich das zweite Fenster treffen kann oder das vierte. Aber bei ihm hier nicht. Es sind immer beide da. Wobei, so vielleicht noch. So. Doch, würde aufgehen. Könnte man machen. Okay. Lassen wir erstmal zufrieden, bekommen wir später bestimmt einen Hinweis für. Machen wir später. This looks like dead coral. Das sieht aus wie eine tote Koralle. Is coral ever alive? Ist Koralle denn jemals am Leben? Coral are marine animals, dude. Korallen sind marine Lebensformen. What? Was? Das sind Tiere. Ja? Nur weil wir sie nicht nach unseren tierischen Standards mit bewegt sich, atmet und tut Kram einsortieren können, sind sie noch lange sind sie noch lange nicht Lebewesen. So.
Pax bringt erstmal für alle Kaffee, Kakao und Tee. Dankeschön, ich nehme gern heißen Kakao. Pufferfish Lamp. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was Pufferfish auf Deutsch heißt. Kugelfisch. Kugelfischlampe. A timeless classic. Zeitloser Klassiker. Sehr süß. I guess this is the mess hall. Ich vermute mal, dass das hier die Messhall, die Essenshalle ist. Oder die Messehalle. Muss man da nicht die Anzahl der Ecken erfüllen? Könnte sein. Fände ich aber, glaube ich, schwierig, weil bei der einen stand eine 7 drin. Wie soll ich denn 7 Ecken füllen? It is kind of a mess, yeah. Ja, ist ein bisschen... Achso, ist ein bisschen dreckig hier. So, dann müsste ich ja hier 7 Teile reinbringen. Also egal wie ich es drehe und wende, ich bekomme ja den hier schon nicht rein. Und hier bekomme ich maximal einen und dann von hier noch einen. Ich vermute eher, dass das so ein Ding wird von wegen, sagen wir mal, gelb bedeutet 3 und orange bedeutet 4. Deswegen müssen wir das Gelbe hier hinpacken. Okay, dann sagen wir mal, dann bedeutet das Orangene vielleicht 5 und das Blaue bedeutet 2, also die 3 hierhin, dann 2 und 5 dahin, dann bräuchten wir hier die 4 und die 5. Wir haben überhaupt keine 4. So. Achso, wegen Dreieck und Viereck. Ah, okay, okay, okay. Das heißt, das Dreieck kommt zur 3. Das Viereck kommt zur 4. Dann ist das hier ein 1, 2, 3, 4, ein Fünfeck. Dann haben wir hier 9 drin, aber jetzt kriegen wir hier keine 7, sondern eine 8 hin. Weil wir die 3 hier und hier bräuchten. Das heißt, wir brauchen hier die 3. So, jetzt haben wir hier 7 Ecken drin. Hier 4. Hier 9 und hier 3. Oh, that was it. Gnomi, du bist einfach too smart. Der Disteltee, der regelt. Nice work. Gute Arbeit. The little cabinet opened. Das kleine Schließfach hat sich geöffnet. Ist was da drin? Sonne. Knoblauch. Können wir bitte noch mehr in Richtung Vampire geboxt werden? Eine braune Glasflasche, die 3... Was? Die 3 verschiedene Tabletten enthält. Es gibt kein gedrucktes Label, aber stattdessen hat jemand das Bild einer Sonne darauf gezeichnet und auf die Rückseite einen Knoblauch. Also Sonne vertreibt Vampire und Knoblauch vertreibt Vampire. Okay, und wir haben 3 verschiedene Tabletten. Eine davon steht für Sonne, eine davon steht für Knoblauch und die dritte keine Ahnung. Okay. Spielkarten. Hui. Da wurde wohl jemandem schlechte Karten ausgeteilt. Meinst du? Keine Ahnung, ich dachte nur, das klingt cool. Die dritte ist Sonne und Knoblauch. Oh, das wäre lustig. Oder etwas, von dem du definitiv nicht möchtest, dass ein Vampir es ist. Okay. Können wir von hier uns irgendwie weitergehen? Das Bild eines Fisches. Süß. Oh ja, ich glaube, wir können hier weitergehen. Unsere Mainquest sagt wohl, wir sollen hier lang. Ein Holzpflock. Süß. Okay, das Theater. Das ist aber ein bisschen sehr klein für einen Theaterraum.
Titel hier. Jemand hat ein Bild an die Wand geklebt. Ich glaube, das soll ein Poster darstellen. Title here. Okay, wir haben ein Männchen mit einer Sense, einem schwarzen Umhang. Ich würde mal sagen, das ist der Tod. Und da davor jemanden, der einen antiken, steinernen Kessel geöffnet hat. Und damit im Bullseye, was sich da dahinter bewirkt, den Tod hereingeholt hat. Illusionstheater. Ein handgezeichnetes Poster, das an die Wand des Illusionstheaters geklebt wurde. Titel hier, Illusion Theater. Oh, das Ding hat eine Rückseite gehabt. Upsi. Baroness Fortuna präsentiert die Frau und das Guckglas. Okay. Also, natürlich heißt es die Frau und der Spiegel. So. Nein, die Frau des Spiegels. Of the Looking Glass. Baroness Fortuna präsentiert die Dame des Spiegels. Unglaublich. Blickt hinter alle, also denkt weiter als alles, was ich mir vorstellen kann. Und unglaublich. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch glauben soll. Buchen Sie jetzt Ihre Tickets an der Fortuna-Halle, dem Silkworm on the Sea, Montag bis Samstag um 8 Uhr. Okay. Ich möchte kurz sagen, dass natürlich hier dieses, oh mein Gott, die Dame im Spiegel, die tut ja was völlig anderes als die Dame, die vor dem Spiegel steht. Und dass quasi das hier ein Äquivalent dazu ist, weil das Bullseye wie ein Spiegel funktioniert. Besonders wenn es draußen, weil es sehr tief ist, sehr dunkel ist und du hast innen eine Lichtquelle, spiegelt Glas ja sofort. Und bei ihm hat sich nun mal der Tod gespiegelt. There's a little broken bottle on the floor. Da ist eine zerbrochene Flasche auf dem Boden. Ich dachte, es gäbe nichts, womit er sich selbst hätte die Kehle durchschneiden können. I'm guessing Mortuga dropped this when he died. Ich vermute mal, Mortuga hat das fallen gelassen, als er gestorben ist. Der Mond. Damit haben wir das Gegenstück zu unseren Sonnenpillen. Eine kleine Glasflasche, die auf den Fußboden gefallen ist im Illusion-Theater. Im Illusionstheater. Eine unbekannte lilafarbene Flüssigkeit ist davon ausgelaufen. Auf der Flasche ist ein kleines papierfarbenes Etikett, auf das jemand das ein einfaches Bildnis eines Mondes gezeichnet hat. The stool's been knocked over. Der Stuhl wurde umgestoßen. Doesn't it look familiar to you? Sieht das für dich nicht irgendwie bekannt aus? Sally. It's a standard wooden stool. I don't... Sally, das ist ein ganz normaler hölzerner Stuhl. Ich glaube nicht, dass... Exactly like the bar stools in the Stone Top Inn. Sieht genauso aus wie die Stühle, die im Stone Top Inn zu finden waren. Oh, da habe ich gar nicht drauf geachtet. There's a cloth hanging up on the wall. Da hängt ein Stück Stoff an der Wand. Sind das Fußabdrücke? Gut, die kannst du vorher dran gemacht haben. Das Sternenbeobachter-Mädchen. Das Mädchen, das die Sterne beobachtet. Ein quadratisches Stück eines Segeltuches, das an einer Wand des Illusionstheaters hängt. Fußabdrücke wurden auf dem Ring in der Mitte platziert. Und jemand hat darunter die Worte... das Mädchen, das die Sterne beobachtet, geschrieben. Okay. It's a heavy bulkhead door. Seems like you lock it by turning that big wheel. Das hier ist ein ziemliches, oh, wie heißen diese Dinger? Schott heißen die, glaube ich. Eine Schotttür. Diese schweren Türen, die du benutzt, um
gerade sowas wie U-Boote abzudichten, damit im Zweifel nicht das gesamte Ding voll Wasser läuft, sondern nur der eine Bereich. Ich glaube, die hießen Schott. Oder Schafott ist was anderes. Die hießen Schott. Ist eine ziemlich schwere Schotttür. Sieht aus, als würdest du es verschließen, indem du das große Rad drehst. Ich frage mich dabei, wie wurde sowas dann gewaltsam aufgebrochen? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Die Dinger sind nicht dazu da, dass du die aufmachen kannst. Die Dinger sind dazu da, dass die einer gewaltigen Menge an Wasser und Druck widerstehen, damit das Schiff eben nicht sinkt. Da kannst du nicht mal eben geschwind aufbrechen. Mit einem Stemmeisen oder so. Tatsächlich gibt es ein Rad auf beiden Seiten der Tür. Na, dann ist ja wieder easy. So I could lock it or unlock it from either side. Das heißt, ich kann es mit von beiden Seiten aus schließen und aufschließen. Dann stimmt es aber nicht, dass er sich alleine in seinem Zimmer eingeschlossen hat. Und dass sie erst Stunden später die Tür aufbrechen mussten. Sie können sie ja dann einfach aufmachen. If you are strong enough, maybe. Wenn du stark genug bist. Ouch. Aua. Okay, wir haben ansonsten, das gucken wir uns zum Schluss an. Wir haben ein Guckloch. Hier ist ein hölzernes Panel. Achso, er hat das da drunter gesehen. An der Wand. So durch das kleine Loch da etwas sehen? No, it's too dark. Zu dunkel. Okay. It's a little window. Ein kleines Fenster. Looks out into the endless dark void of the ocean. Blickt hinaus in die endlose Tiefe und Leere des Ozeans. Why did you phrase it like that? Warum hast du das so formuliert? I don't know. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich von ihrem Buch inspiriert. So, this is where Magnus Mortuga died. So, hier ist also Magnus Mortuga gestorben. It's just like the case file said. He landed on his back with the cauldron at his feet. Es ist genau so, wie die Akte gesagt hat. Er landete auf seinem Rücken und der Kessel noch immer zu seinen Füßen. So, als ob er da davor gestanden hätte und rückwärts einfach umgefallen ist. Die Frage ist hierbei bereits, dadurch, dass das schon vorher eingezeichnet war, gut, mit der Blutspur würde es sich alleinen, aber ansonsten, wer sagt, dass das vorher schon so war? Er wurde getötet, indem sein Hals durchtrennt wurde, nicht wahr? Ja, du kannst sehen, das ist, wo das Blut kam. Ja, du kannst sogar sehen, dass das Blut von da kam. No weapon, no knife or anything. Aber es gibt keine Waffe, kein Messer oder so. Ich meine, ihr habt da eine zerbrochene Flasche, die man theoretisch hätte nutzen können, aber dann müsste da halt auch Blut dran sein. Das könnte man aber abwaschen. Nothing. Nichts. This is the cauldron? Das ist also dieser Kessel. Not quite what I was expecting. Nicht ganz, was ich erwartet hatte. Dieser antik aussehende Steinkessel wurde im Illusionstheater gefunden, genau vor der Leiche von Mortuga. Das glitzernde Innenleben des Kessels wurde durch mehrere tiefe Kratzer beeinträchtigt. Können wir hier auch gut sehen. Das Äußere hingegen ist mit Algen und wie man auch immer diese kleinen Nupsis da nennt, überwachsen. Trotzdem sind sie weder auf der Innenseite noch auf dem Metalldeckel zu sehen. Pickel. Kann sein. Diese kleinen Nupsis da halt. Das sind diese Miniaturkorallen, die sich halt manchmal auf so Schiffen und so absetzen. Oder halt an Steinen. So Seepocken und sowas. Aber sehr auffällig ist natürlich, dass sowohl auf der Innenseite als auch auf dem Metall nichts davon ist. Fast so, als hätte man das Metall erst später angebracht. So,
auf. The case file said it had never been unlocked before. Genau. Aus irgendeinem Grund behauptet unsere Akte, dass das Ding noch nie zuvor geöffnet worden wäre. Dann wäre auch die Frage, warum hat er das allein... Wenn das so eine historische Entdeckung ist, dass er es aufkriegt, warum hat er das alleine in einem verschlossenen Raum gemacht, anstatt vor den Augen von jedem? Und woher wissen wir das überhaupt? Quote from the case file, Motuga had locked himself in the room. It was later forced open, and the body was discovered. So Motuga was alone in a locked room. A very small locked room. There really isn't anywhere for a murderer to hide. I'm not so sure. I think there is a hiding place. Naja, es könnte zum Beispiel hier hinter dem Teppich ein Versteck geben oder so. Ich war jetzt gerade ein bisschen am Essen, ich wusste nicht, wie lange die jetzt reden. Okay, dann denk mal, Kumpel. Okay. Was ist mit Magnus Motuga passiert? Replaced, unlocked. Und hat die Person drinnen getötet. Weil ihm jemand das gesagt hat. Oh, ihr könnt nur einen Teil davon sehen, entschuldigt. Und wurde getötet von dem, was darin war. Um jemand anderen zu beschuldigen. Und hat etwas darin versteckt. Und hat die Person darin getötet. Okay. Captain Motuga hat etwas ausgetauscht, etwas nicht verschlossen, etwas weggebracht oder etwas getötet. Okay. Ich glaube nicht, dass er einfach nur von etwas getötet wurde, was da drin war. Also quasi, er hat den Cauldron geunlockt, wurde von dem getötet, was da drin war und Ende ist. Sondern wir könnten jemand anders beschuldigen und etwas darin versteckt. Oh, wir könnten natürlich in der Boje... Nee, die Boje ist viel zu weit weg von dem Ding hier. Etwas hier drin zu verstecken macht keinen Sinn. Weil wir können ja reingucken. Ich kann ja auch nicht rumscrollen oder so. Das heißt, ich muss aus den Sachen jetzt einen Satz bauen. Okay. Jemand verschloss den Raum. Und zwar der Magnus. Der Magnus hat die Tür verschlossen, um etwas darin zu verstecken. Magnus Motuga locked the bulkhead door and hid something inside. That's not right. Stimmt nicht. Okay. And killed the person inside. Nein, wir wissen ja bisher noch gar nicht, dass es sich um... Also, dass der Seafoam schuldig ist. Könnte ja auch jeder andere im Moment sein. Captain Seafoam locked the bulkhead door and killed the person inside. That's not right either. And was killed by what was inside? Okay, das ist das, was wir uns halt im Moment glauben lassen wollen. So. Magnus Motuga unlocked the cauldron and was killed by what was inside. I really don't think a person would fit in that cauldron. And didn't they say it had never been unlocked before? If that's true, there couldn't have been anyone in there.
Right, I agree. I don't think it was a person. Then what? I don't know. But you have to wonder why it was kept locked in the first place. I'm guessing there was something pretty bad in there. Look, Mortuga died from a cut across his neck, not from some vague paranormal entity. Unless you're suggesting it was a vague paranormal entity with a knife? Did you get a good look at the inside of the cauldron? There was something I noticed. Na, die Cuts. Also, die Schnitte. Was auch immer da drin war, hat vorher schon kräftig rumgeschnibbelt. Hat wahrscheinlich versucht, irgendwie rauszukommen. Und hat deswegen wahrscheinlich ihn einfach nur zufällig getroffen. Hier, the scratches. The scratch marks. Schön, dass man miträtseln muss. Der Fluch im Kessel. Kapitel 1. Wieso haben wir da oben eine riesige Statue angebunden? Das sieht gruselig aus. Okay, das war der Prolog von The Mermaid's Tongue. Das sieht super interessant aus. Das können wir sehr gerne spielen, wenn es rauskommt. Und ich freue mich darauf. Also visuelle Präsentation, top. Mir gefällt der Zeichenstil. Mir gefällt die Art, wie man sich bewegt durch das Schiff, weil du nicht 100.000 Mal an irgendwelche Ecken klicken musst, wie jetzt in einem Grimtaze oder so, sondern du einfach sagen kannst, mach mir die Map auf, ich will in den Raum, fertig. Die Story ist bislang spannend. Bei sowas Übernatürlichem, im Normalfall mag ich es nicht, wenn die Erklärung für sowas ist, haha, und am Ende war es doch was Übernatürliches, aber wir werden sehen, was es sein wird. Und die prinzipielle Idee, dass du halt alles anklicken musst, um einen Kommentar davon zu bekommen, so quasi dir fällt was auf, du musst es aber noch anklicken, damit es den NPCs auch auffällt und das dann später wieder vernünftig zusammenzusetzen, das klingt schon interessant für ein Point-and-Click-Game. Hat mich jetzt nicht begeistert, aber ist ja nicht schlimm. Muss ja nicht für jeden was sein, Pax. Nicht jeder kann sich für Point-and-Click-Adventure begeistern. Also Leute, falls ihr schon immer mal einen mysteriösen Mordfall aufklären wolltet, packt euch das Spiel auf die Wunschliste. Ich würde es im Moment, Stand jetzt, würde ich sagen, das ist ein empfehlenswertes Ding. Das kann man sich mal angucken. Ist ja auch, wie wir mittlerweile festgestellt haben, das zweite Werk von den Machern. Deswegen, nice Game, kommt auf die Wunschliste und bis zum nächsten Spiel.